Exiles, Servusle meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Conan Exiles mit Voucher und mit Codeless. Schön, dass ihr da seid. Ich muss euch ganz kurz vorweg was erklären, damit jeder Bescheid weiß. Wenn du die Folge gleich anschaust, an dem Tag, an dem sie live geht, müsste der 7.12. sein. Das heißt, aus heutiger Sicht kam gestern das Update. Zweiter Battle Pass, neuer Content. Aus meiner Sicht, so wie ich jetzt hier sitze, ist es noch vor dem 6.12. Das heißt, ich bin noch im alten Battle Pass. Jetzt produziere ich ja vor. Es hat den Hintergrund, dass ich euch garantiert eine Folge, zwei Folgen am Tag hochladen kann, ohne Ausfälle zu haben. Je nachdem, wie viel ich vorhabe, wie viele Termine sind, vor Weihnachtszeit produziere ich mehr vor, mal weniger. Im Moment ist es so, dass ich viel vorproduziere, weil ich viel zu tun habe. Aber damit wir jetzt hier nicht 100 Jahre warten müssen, bis bei uns der neue Content drin ist, habe ich das runtergefahren und habe nur offscreen die Herausforderungen bearbeitet, die wir schon kannten, so dass wir morgen in der morgigen Folge auch den neuen Content schon drin haben. Habe ich dieses Mal so gemacht. Das heißt, wir haben jetzt natürlich einen gewissen Fortschritt erzielt. Ja? Zum Beispiel bin ich jetzt Level 41, weil ich habe halt, wie gesagt, die Herausforderungen gemacht, Steine besorgen, Holz besorgen, Krokodile töten, Krokodile abledern, Eisen besorgen, diese Dinge habe ich gemacht, die wir schon kennen. Alle anderen nicht, weil das möchte ich mit euch gemeinsam erleben. Und ich bin jetzt im Battle Pass, habe ich mir überlegt, was kann ich denn erreichen? Man kann natürlich mit dem Admin-Menü und so weiter sich ein bisschen mehr rausholen, das wollte ich aber nicht. Kaufen wollte ich auch nichts. Ich habe mir das Pferd, das Untote, als Ziel gesetzt. Dieses hier, Stufe 22. Und ich bin kurz vor Stufe 22. Das ist die letzte Aktion, die ich mache in diesem alten Battle Pass. Und morgen gehen wir gemeinsam den neuen an und den neuen Content. So, und ich habe jetzt aktuell noch zwei Hyänen, dann habe ich den erledigt, ein Rüstungsteil bauen, dann habe ich das erledigt und Steine sammeln. Die drei machen wir jetzt noch und das müsste ja fast reichen, dass wir die Punkte kriegen. Lass uns mal kurz zu den Hyänen gehen. So, jetzt habe ich natürlich nicht aufgenommen, sondern nur diese Routine-Sachen gemacht. Haben entsprechend Material, habe ich uns besorgt, können wir also ein bisschen was anstellen und habe auch ein-, zweimal ein Rüstungsteil gebaut für die Herausforderung. Das ziehen wir dann unseren Thralls an, denn die sind alle durchgelaufen hier oben. Die holen wir heute halt raus. Also den Vorteil haben wir, dass wir da heute ganz gemütlich rangehen können. Ob der Blutwurz soweit ist, weiß ich nicht. Unser Höllenhund, vielleicht schaffen wir das heute auch noch. Das wäre natürlich super cool. Aber ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt die zwei Hyänen gleich gemacht haben, gehen wir erstmal an die Stahlproduktion. Hätte ich natürlich jetzt offscreen auch schon längst durchlaufen lassen können, die Zeit wäre da gewesen, aber ich mache ja Unterhaltungsfolgen und möchte natürlich alle mitnehmen und am Ende von der Staffel eine Story haben, die zusammenhängend ist. Und es sind auch viele da, die das nur anschauen und das gerne alles erleben möchten. Es sind auch viele da, die das zum Beispiel jetzt zum ersten Mal spielen, habe ich jetzt gelesen. Und die sollen natürlich dann sehen, wie hat er das mit dem Stahl gemacht. Ne, wenn ich jetzt reinkomme, der ist plötzlich schon da. Das ist nicht so meins. So, den Progress haben wir. Dann würde ich mal behaupten, jetzt haben wir natürlich super viele Stufenaufstiege schon. Das ist das falsche Werkzeug. Und können entsprechend Punkte vergeben. Aber viel wichtiger, wir haben viele Sachen, die wir wieder freischalten können. Fischreuse möchte ich heute zum Beispiel mal aufsetzen, endlich. Warte mal, vielleicht reicht das ja schon. Nee, reicht nicht. Das waren 2 auf 500. Hey, dann schaffe ich es mit den zwei Dingen. Dann würde ich das mit dem Stein heute Nacht machen. Dann mache ich einen kleinen Schnitt. Und Rüstungsteil herstellen können wir jetzt, weil wir ziehen das dann den Thralls an. Ne? Das sind jetzt die noch nicht da. Ich brauche unbedingt einen Tänzer, Leute. So. Coneless. Ja, ich dachte mir, weißt du, wenn ich jetzt in meinem Trott geblieben wäre, wie ich das immer mache, dann hätten wir wahrscheinlich vor Sonntag, Montag nicht den neuen Content. Und irgendwie will ich das aber mit euch gemeinsam jetzt erleben. Und so haben wir nur, was ist morgen der 8.? Also 2 Tage praktisch. 2 Tage Versatz. Ich dachte, das kommt bestimmt ganz gut. Wobei man jetzt an der Stelle noch erklären muss, für die, die das gar nicht so richtig wissen. Aus meiner Sicht ist es vorm 6.12. Aber wenn ihr die Folge anschaut, bin ich natürlich auch im Bilde, was der neue Battle Pass mit sich bringt. So Leute, jetzt wollen wir mal ganz kurz reinschauen in die Räder, ob das auch wirklich geklappt hat. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Wir nehmen die zwei Handwerker mal als erstes. Jo, die sind natürlich fertig. Einmal haben wir einen Gerber und einmal haben wir einen Rüstungsmacher. So. Und ich habe mich tierisch gefreut, auch zu lesen, dass da wirklich einige dabei sind, die das noch nicht kennen, das Spiel. Weil ich mache ja Unterhaltung. Und das ist natürlich schön zu wissen, dass das dann auch da ankommt, ne? So. Schubdubidubabdu. Dann würde ich doch mal behaupten, bevor das jetzt in irgendeiner Form schief wird. Was haben wir jetzt gehabt? Ein Gerber?
Den kann ich ja wahrscheinlich dann hier reinsetzen, oder? Den Gerber. Oder würde ich den... Ich mache den in die Gerberei. Ich mache den mal in die Gerberei. So, ich setze den hier rein. Kuhschittischer Gerber. Hier ist sie. Ist es nicht cool, dass die jetzt hier... Und jetzt hast du natürlich gewisse Vorteile auch, ne? Ich weiß aber jetzt beim Gerber speziell nicht welche. Könnte mir aber vorstellen, dass das insgesamt schneller jetzt geht hier, ne? So wie es aussieht, ja. Oh, warte mal. Gib mir mal gerade den Teer mit. Ihr seht natürlich durch die Herausforderungs-Offscreen-Bearbeitung die Routine. Ich habe alle abgezogen. Das heißt, wir haben jetzt sehr viel Leder. Unser nächstes Lederziel innerhalb der Folgen wäre dann schweres Leder, ne? Gleiches Spiel gilt auch hier. Wir haben jede Menge Teer und jede Menge von den schweren Steinen. Denn wir wollen ja den Magierturm bauen. Allerdings kann es sein, dass wir da erst nach der ersten Säuberung richtig rangehen. So, das ist da, das läuft hier, das ist da. Und was hatte ich als zweiten noch? Einen Rüstungsmacher. Den kann ich natürlich dann jetzt hier in den Rüstungsmacher-Bench-Bereich legen. So. Ach, das siehst du, die Vorteile jetzt. Das hier oben hat... Ich habe jetzt praktisch... Oh, eine zeremonialische Tänzerin. Zählt das eigentlich auch als Rüstungsset hier? Wo weiß ich denn jetzt, welchen ich da besser finde? Keine Ahnung. Brauchst halt Seide, gell? Ja, aber Seide? Haben wir Seide noch nicht freigeschalten? Oder? Geh mal kurz rein. Ich gehe mal kurz Seide ein. Seide. Seide. Hä? Seide. Handgemacht. Ja, aber du kannst doch auch irgendwo Seide... Ich will doch jetzt die Seide nicht selber herstellen. Wo würden wir denn Seide herstellen? Das weiß ich jetzt. Gerbertisch, da kann ich den Gerber, glaube ich, auch einsetzen. Warte mal, geschwind, das will ich kurz probieren. Spatzel? Komm mal mit. Vielleicht bist du da drin auch gut aufgehoben. Ich mach's ja mal rein. Nicht... Doch, doch, stimmt. Sieht jemand einen Vorteil? Außer, dass sie jetzt hier im Warmen ist. Ich hätte jetzt vor... Ich muss mal ganz kurz durchgucken, Leute. Seid mal nicht böse, wenn ich als ab und zu hier noch das Zeug zusammen so... Konnten wir eine Seide irgendwo anders noch herstellen? Wo es dann von alleine schneller ging? In der Schmiede mit Sicherheit nicht, ne? Beim Rüstungsmacher. Da hätte ich es eigentlich vermutet. Keine Ahnung. Ich mache es jetzt einfach mal selber hier. So, der Kohle baut Seide zusammen. Jetzt geht es an den Stahl. Also, um Stahl herzustellen, brauchen wir natürlich Stahlfeuer. 10 haben wir schon gemacht. Und die Schwefel, die wir gemeinsam besorgt haben, hauen wir jetzt gemeinsam da rein. So, da habt ihr jetzt einige Rüstungsteile gesehen. Ein paar habe ich hergestellt, ein paar habe ich beim Wüstenhunde-Töten-Herausforderung gewonnen. Und die ziehen wir dann unseren Thralls an, die mit uns mitgehen. Ne? Das war genau nicht das, was ich mache. Das muss hier rüber. Und bam. Läuft das? Läuft denn das jetzt nicht? Weiß jemand, warum das jetzt... Ist das zu viel? Weiß ich jetzt nicht. Es kann aber auch daran liegen, dass hier gerade das Menü sich verausgabt. Jetzt lassen wir mal ein paar durchlaufen, so, meine Lieben. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Schubdubidu. 10 Stahlfeuer kombiniert mit Metallbaren gibt dann unseren ersten Stahl. Ich schmeiße das gerade mal kurz hier so lang rüber. Und da seht ihr halt auch den Fortschritt, den ich jetzt gemacht habe. Für uns, wir haben jede Menge Ziegel dann schon mal für unseren Turm. Ne? So Leute, das war die Geschichte. Jetzt gehen wir mal ganz kurz gucken, ob ich eventuell Fasern und Leder brauche ich da. Warte mal, ich hole mal ein bisschen Zeugs zusammen geschwind. Gib mir mal das Leder. Nehmen wir mal die Fasern. Nicht vom Gustisch. Gustisch hat keine Fasern. Wenn, sind sie hier drin. So. Dann hau ich das mal kurz hier mit rein. Bum, bum. Reparieren. Reparieren. Ein Tänzer würde ich schon gerne uns holen. Ne? Guck mal, hier sind auch noch Rüstungsteile drin, die ich so gebaut habe, um die Herausforderung zu bearbeiten. Da müssen wir mal nachher gucken, was wir dann unseren Thrallers anziehen. Ne? Ein Teil ist von unserem Loot-Ausflug noch. Und ein, zwei Teile habe ich halt bekommen,
als ich für uns die Steine geklopft habe und die 10 Wüstenhunde getötet und so weiter. So, Leute. Die Keulen müssen repariert sein. Dann nehme ich nämlich die mit. Jetzt mache ich das mal ganz kurz so. Eine Keule, ein Lederriemen und das hier brauche ich für die Steine. Wird es schon dunkel? Ah ja, super. Jetzt lass mal kurz gucken, wie weit der Blutwurz ist. Der braucht tatsächlich länger als die Thrallers, die wir reingemacht haben. Klarer Fall. Denn wenn man das umstellt und schneller macht, gilt es immer erst ab dem nächsten Tier. Ne? Dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir jetzt demnächst Stahlwaffen machen, Stahlwerkzeuge. So, was ich mir auch überlegt habe, ab morgen, wenn dann Battle Pass 2 bei uns aktiv ist, zeige ich euch am besten. Ja, also diese Sachen wie Steine sammeln, Eisen sammeln und so, die wir kennen, die mache ich offscreen. Aber zum Beispiel Sense und Hopfen müssten wir jetzt gemeinsam, dann wissen wir auch gemeinsam, wo Hopfen ist. Hexenkönigin ist ein Dungeon. Sowas würde ich dann immer mit euch zusammen machen, auf jeden Fall. Ne? Wenn wir Glück haben, ist er durch. Er braucht noch ein bisschen, guck mal. Er braucht noch ein bisschen, der gute Höllenhund. Also, dann mache ich kurz die Steinmission, dann hole ich euch gleich rein und dann gehen wir uns einen Tänzer suchen. Und vielleicht haben wir Glück. Es sind ja hier ein paar Lager in der Nähe. Ich hole euch doch schon mal mit rein. Es wird eh gleich hell. Meine Nächte sind nicht so lang hier. Wir wollten ja die weiße Fackel auch mal angucken, ob die was kann. Und die macht ziemlich cool hell. Und der Effekt ist geil. Aber das wäre eher was für einen Magierturm, glaube ich. Ich will jetzt nicht länger warten. Wir holen uns jetzt da unten unsere erste Kämpferin raus, die wir in dieser Staffel geholt haben. Und werden die schon mal vorbereiten. Das Thema Thralls lässt man ja keine Ruhe. So. Na, sehr geil. So, damit haben wir sie rausgeholt. Ich würde sagen, wir gehen runter ins Lager. Und ziehen der mal ein paar Klamöttelchen an. Die kann ja dann auch mithelfen, betäuben. Also eventuell, wenn wir uns die Foltererwerkbank noch bauen. Was brauche ich denn für die? Warte mal schön. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich meinen Hammer hingelegt habe. Meinen Bauhammer. Hier. In der Richtung. Dachte ich mir das schon, dass der noch war. Ich mache den mal hier drauf. Die Folterer-Werkbank, die müsste ja normalerweise schon freigeschalten sein, ne? Werkstätten. Rüstungsmacher. Gefährten. Werkbank eines Folterers. 50 geformte Holz, 25 Stahlbarren. Okay, warte mal. 50 geformte Holz. Was waren das? Stahl? Stand da wirklich Stahlbarren? Weil die habe ich ja noch gar nicht dann. Jo, 25 Stahlbarren. Also da müssen wir erst noch mal ein bisschen warten. Dann lasse ich das erstmal noch hier drin. So, los, wir nochmal einschauen. Herausforderung. Die Steine habe ich jetzt gesammelt. Bämschen. Bäume ernten, Rüstungsteil herstellen und Eisen ernten. Sehr geil. Das heißt, die kriegen wir auf jeden Fall die 22 und dann bin ich eh schon zufrieden. So, Leute. Ich stelle sie hier hin. Oh, hat die schöne lange Haare. Muss auf begehbarem Boden platziert werden. Da haben wir sie. Da haben wir die Guderle. Hallöchen. Kämpfer bewacht. So sieht's aktuell aus. Das ist ihre Ernährung. Aber die Klamotten, die brauchst du, kriegst du ja was Geileres. Huch. Nehmen? Also alles nehmen dann, ne? Stufe 0. Ich weiß, da muss ich mir noch überlegen, aber da fällt mir bestimmt bald was ein. Stahl, die sind doch besser als meine, ne? Guck mal, meine machen Bluten. Haben den Effekt Waffe 16 und 24. Bleed, Weapon 16, 14. Also meine waren schlechter. Ich brauch die jetzt unbedingt Dolche? Nee, ne? Guck mal, vielleicht kriege ich das alte Zeugs. Du trägst erstmal unsere Sachen auf. Dann kriegst du die zwei Dinge. Und jetzt nehmen wir irgendwas Cooles hier raus. Was weiß ich, Hyänenfellstiefel, Hyänenfellumhang. Stand da jetzt der Umhang? Das sieht eher aus wie der Unterleib, ne? Was habe ich denn noch? Drafari Brust, nö. Grober Wickel, Hyänenhelm. Nimm mal das noch mit raus. Einfach mal anziehen, dass wir es immer angezogen haben. Das ist ja, das muss man zelebrieren, das Thema. So.
Aber es sind. Oh ja. Oh. Oh ja. Oh ja. Wie würde der an dir aussehen? Auch ziemlich fett, ne? Aber Hyänenzeugs ist Hyänenzeugs. Hände und Torso. Ja, Wollen wir geschwind, wollen wir geschwind. Hü. Muss ich das noch freischalten? Muss ich das freischalten oder vielleicht sogar finden? Ich habe das nämlich gar nicht hier. Das heißt, ich kann es dann auch nicht reparieren, wenn mal was wäre, gell? Aber ich will mal kurz gucken, ob ich das, da drin habe. Dann ist das was, was man finden muss, gell? Ob was da geile Sachen gibt noch. Okay, dann nicht. So, und jetzt habe ich natürlich gar keine Art. Ach so, hier ist es. Pass mal auf, was kann ich machen? Bewegen und bewachen, folgen, Band brechen, abbrechen, Inventar öffnen, Verhalten, Werte. Okay, Level 10 gibt es Vorteile, 15 und 20. Stärke, Wachstumschance 58%. Man muss ja leveln, ne? Das heißt, sie braucht aber, glaube ich, auch was zum Essen dann. Ich nehme es jedenfalls an, dass sie was zum Essen braucht. Aber da käme jetzt noch nicht so aus. Jetzt hat sie hier einen Buff. Die nehmen wir jetzt dann gleich mit. Jetzt pass mal auf. Nebenhand, Hand. Das heißt, du kriegst jetzt hier das Schild. Dann kriegst du den Kolben. Und ich brauche noch ein Torso und Hände für dich. Guck ich mal kurz. Aber ein Rüstungsteil muss ich ja eh noch bauen, ne? Warte mal geschwind. Vielleicht kriegen wir. Die leichte konnte ich doch bauen, wenn ich noch Ding habe. Ne? Ich gucke erstmal hinten nach. Sralala. Hier haben wir Torso. Und hier werden halt die Handwickel, die einfachen. Das ist besser, als wenn sie nichts dran hat, oder? Sehr, sehr geil, aber. Ich freue mich gerade voll, dass es jetzt so weit schon ist bei uns. Auf. Torso. Ja, jetzt sieht es ein bisschen aus, als ob sie irgendwie, was weiß ich nicht, in Vorschul geht noch. Das wollen wir dann nicht. Müssen wir uns unbedingt ein Herz nehmen und das bald ändern. So, Spatzel. Ja, ist nicht so geil. Klaue folgt dir jetzt. Wie gesagt, die bekommt schon noch einen Namen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich wähle gerade gedanklich zwischen zwei. Okay. Hm. Ich überlege gerade. Tänzerin. Wollen wir das mit der Tänzerin gleich angehen? Dann müsste ich ihr allerdings einen Knüppel reinmachen, ne? Das heißt, damit die keinen Scheiße baut und sie Viecher tötet, müsste sie erstmal mit zum Knüppel mit. Komm, wir gucken mal kurz die Dörfer oben ab. Ich kann ja dann überlegen, wie was. Bist du da? Habe ich die Lederriemen? Jo, auf geht's. Auch wenn wir gerade schon da sind, Leute. Ist das cool? Aus heutiger Sicht. Also so wie wir jetzt alle im Real Life gerade unterwegs sind, weiß ich schon, auf was ich mich heute tierisch freue, nämlich auf den zweiten Battle Pass und auf was es für Belohnungen gibt. Komm mal mit, es sind nur noch drei Stück. Ah, mit ihr holen wir vielleicht den Batu dann. Ne, da ist kein Eisen mehr. Komm, wir machen das Dorf oben clear. Noch geiler. Die kann jetzt natürlich nur betäuben. Ich weiß nicht, ob die dann EP kriegt, an was sich die EP heften. Das werden wir aber wahrscheinlich rausfinden. So, was ist mit dem Stückler? Waren wir da heute nicht sauer? Da ist er. Jetzt hat er Betäubungsbalken, weil sie betäubt, ne? Oh, hast du so viel Leben jetzt verloren durch den einen Schlag? Muss ich auf dich ein bisschen Acht geben? Oh, Alter, die steigt aber schnell auf. Ist das normal oder habe ich da was verstellt, Leute? Gerne ein Hinweis, wenn das nicht ganz der Norm entspricht, dass sie hier so abgeht. Die sind momentan nicht da. Gehen wir rüber zu den Wüstenhunden, da wird schon einer tanzen für uns. Ich will das Pferd jetzt unbedingt. Blutwurz wird dann morgen wahrscheinlich erst fertig sein, ne? Na? So, kriegst du eigentlich auch Punkte, wenn ich so Zeug abbaue? 7681. Ne, ich glaube nur, wenn sie was macht, ne? Herausforderung.
Belohnung anfordern. Ja, Baby, ich hab's. Auf Wüstenhunde besiegen. Da gehen wir jetzt eh gleich rüber. Was wäre denn die nächste Stufe? Das machen wir jetzt frei hier. Auf das freue ich mich ja, ne? Überliefertes Wissen. Ja gut, das nächste wären die Dolche. Die finde ich jetzt nicht so. Aber gut, was wir abkriegen, kriegen wir. Wo ist es denn? Weiß gar nicht, was ich da brauche oder nicht brauche oder so. Untotes Pferd. Handgemacht. Magisches Begleiterfutter. Also es läuft genauso wie beim Ding. Das heißt, wir müssen uns einen Fohlen irgendwo besorgen, ne? Gibt es da verschiedene? Brauche ich aber alle. Ja, wir müssen uns ein Pferd raus. Da können wir einen Pferdebereich, aber machen wir extra ein Pferd, gell? Da gibt es ja ein extra Pferdepferd. So, komm, wir gehen rüber zu den Wüstenhunden. Brüdern und Schwestern, eure ehemalige Anführerin ist wieder zurück. Dieses Mal auf der richtigen Seite. So. Im Normalfall sind das hier keine Kämpfer. Keine Tänzer. Aber Wüstenhunde, ne? I can taste life. Oh. Macht die jetzt da unten den für mich? Achso, die betäubt ja nur, ne? Wir machen den aber weg, den brauchen wir ja jetzt nicht. Wir suchen uns dann schon ein bisschen stärkere für die Purge. Wenn, dann nehme ich den mit. Den nehme ich mal mit für die Fischfalle. Das könnte man alles mitnehmen. Okay, aber da war jetzt auch kein Tänzer. Sie hat ja immer noch die Betäubungskeule. Also da ist alles gut, ne? So, wer bist du? Was machst du? Was kannst du? Ein Schmied. Holen wir uns dann auch ein Zweier. Ist schon ein Game Changer, wenn man dann einen starken Ding hat, ne? Den hätten wir fast betäuben können. Das sind zweier Kämpfer, wenn die Säuberung kommt. You will never return to your den. Macht die eigentlich auch an mir irgendwas, wenn ich... Have you nothing better, Pup? Okay, aber... Der schläft ja hoffentlich lang genug. Komm, wir machen erst kurz das Dorf noch klar. Wenn ein Tänzer da ist, muss ich jetzt darauf achten, ne? Und das sieht doch schon mal gut aus. Zweier Kämpfer. Ich will den anderen gleich nehmen. Wen haben wir hier? Auch nochmal ein Kämpfer. Sag mal, gibt's Friendly Fire? Mache ich bei meinem Thrall Schaden, wenn ich draufhau? Oder kriegt die einfach so einen Haufen Damage? Warte mal, ich probier mal. Glaub nicht, gell? Glaub nicht. So, komm mir mal. Das hört sich doch nach einer Tänzerin an. Er ist ein Zweiergerber. So. Die machen wir jetzt auch noch weg. Dann müssen wir drüben noch mal kurz zu unserem Lager, wo wir zu Hause sind. Und dann kriege ich... Was war das? Entschuldigung. Dann kriege ich im Normalfall die Quest noch erledigt, die Herausforderung. Oh oh. Kurz mal ein Geräusch machen, wenn du den kennst. Oh, ich bin blöd, in dem sein Ding drin stand. Wenn du einmal blöd stehst, hast du Probleme mit denen, ne? So, bin überlastet, das ist klar. Machen wir den Stein raus, komm mal mit. Ich muss jetzt den Ding raus, so den Betäubten. Der da war's, gell?
Nee. Hä? Wo habe ich denn den hingeschmissen? Der ist auch tot, ne? Kann man die nicht einfach mal kurz liegen lassen für 2 Sekunden? Der war's nicht. Kurzer Moment, den muss ich schauen. Ich glaube, das habe ich versaut, oder? Keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe es versemmelt. Ich dachte, nee, es war ein Schmied. Also ich sehe den jetzt nicht mehr, den ich aufheben wollte. Vielleicht bin ich auch drüber gelatscht. Komm, wir holen uns drüben noch einen. Haben wir es halt für die Mission gemacht. Und für dich, wie bist du jetzt aufgestiegen in der kurzen Zeit? Stufe 2. Ja, aber guck mal, jetzt hat sie schon... Oh je, hat die wenig Leben. Ich weiß noch, zu der Zeit, als wir es aktiv gespielt haben, das ist jetzt 2, 3 Jahre her, gell? Die eine große Staffel, wo wir den Rally geholt haben und dann ohne Probleme alles machen konnten mit dem. Der Reliquienjäger, der hat alles für uns gemanagt. Die schwersten Gegner haben wir da geschafft mit dem. Kriegt man die Thralls heute noch so stark wie damals oder ist der Zug abgefahren? Wenn man drauf skillt und alles, Frage in die Runde. Kriegt man die nochmal so stark wie der Rally damals war? Würde mich tierisch interessieren. Ich gucke immer wieder rein, wie lange der braucht. Bald ist er soweit. Komm Spatzel, vielleicht mache ich nachher noch. Ich brauche jetzt, guck mal oben noch kurz. Aber jetzt heute nochmal ganz klar irgendwie gehen lassen. Egal, ich habe dieses Pferd, das ist eine coole Geschichte. Vielleicht machen wir das morgen, nachdem wir uns im Battle Pass ein bisschen umgeschaut haben, im Zweier gemeinsam. Vielleicht holen wir uns einen Fohlen, bauen den Pferdestall irgendwo hin. Aber ich muss langsam Defense machen, ne? Die Säuberung kommt irgendwann. Dass wir hier die Zugänge ein bisschen einspiken und so. Wir bräuchten eine gescheite Mauer wahrscheinlich. So, hier sind wieder welche. Gehen wir erstmal hier kurz gucken. Wie gesagt, Tänzerin wäre das Ziel. Ich habe hier schon welche platt gemacht, als ich die Aufgabe da gelöst habe, aber die sind halt nicht immer da, ne? Jetzt zum Beispiel. Es sind keine da. Ich habe jetzt übrigens deswegen keinen Kampfkolben bei meinem Gefährten drin, weil das damals nicht ging. Vielleicht geht es ja mittlerweile. Ne, wenn ich da jetzt einen Kampfkolben reinmache, glaube ich, nimmt die Waffe. Ich weiß nicht, ob die dann raus selber entscheidet, wann sie... Ihr wisst, was ich meine. Ob die entscheidet, wann ich was betäuben will und wann nicht. Das weiß ich nicht, ob das geht. Boah, aber die haut aber das Essen kurz weg hier. Vielleicht sollte ich das nur reinmachen, wenn die sich bufft. Schmeckt's dir? Ja, wenn ich so einen Handwickel finde, dann hätte sie die Rüstung. Ich glaube, die nimmt doch keinen Schaden, die Rüstung bei denen, oder? Egal. Jetzt gehen wir noch oben kurz durch. Dann haben wir das einmal heute sauber gemacht. Das reicht dann. Machen wir mal die hier drauf. So. Aber solange sie betäubt, ich meine, ist ja auch nicht ganz verkehrt. Komm, wir gehen da vorne. Kiste noch reinschauen. Ich lasse das, als wenn ich überladen bin, weißt du? Ja, normalerweise könnte man das... Ich kann auch ihr was reinmachen eigentlich. Komm her, du hast ja noch Platz, ne? Dann gebe ich dir gerade mal kurz die 2 Sachen und dann kann ich wieder... Jawohl. Also ich glaube... Ich möchte das hier voll ausbilden. Ne? Autorität bestimmt den Schaden, den deine Getreuen verursachen, sowie die Höhe deines Erschütterungsschadens. Und dann gibt es halt ganz unten dieses Kriegspartei. Maximale Getreue um 1 erhöht. Das heißt, du kannst mit 2 rumlaufen. Ich glaube, dass ich hier beim Umskillen... Wähle einen Vorteil. Gesunde Ernährung. Deine aktiven Getreuen erhalten eine passive Gesundheitsregeneration, wenn sie nicht kämpfen. Gegnerische Präsenz. Deine aktiven Getreuen werden von dir auf dem Schlachtfeld beflügelt und regenerieren ihre Gesundheit, wenn du im Kampf Schaden verursachst. Zack. Guck, schon habe ich was für dich rausgeholt. Ich wusste doch, dass ich mit dir... Wollen wir doch gleich mal googeln.
So. Oben steht, glaube ich, wieder ein Schäfer. Rüstungsmacher, ein Dreier. Naja, jetzt brauche ich nicht unbedingt gleich. Hat sie das gesagt? Unsere? Bist du jetzt beflügelt? Ich verstehe mal, du wirst nie wieder zu deinem Vater zurückkehren. Und er lebt ja noch! Tja, Mäusle. Aber kein Tänzerle heute hier oben unterwegs. Normal sollte man uns eh gleich was Gescheites holen, also eine hochstufige Tänzerin oder so. Okay, meine Lieben. Letzte Maßnahme. Have you nothing better, Pop? Ja, die ist jetzt schon stabiler als man merkt schon den Unterschied. You will never return. Muss ich aufpassen, ich flieg da gern runter. Soon my teeth will taste your throat. Ich mag sie. Es macht ja unheimlich Laune, wenn die gleich am Start ist hier mit ihrem Geschwaller. Aber einen Koch könnte ich eventuell noch. Weiß ja nicht mehr, da ist man. Aber einen Koch können wir, oder? Falls wir nichts Besseres finden, ein zweier Koch, besser als nichts. Weißt du was, den hole ich mir auf jeden Fall geschwind. Und dann gehen wir nochmal hoch, machen die anderen zwei. Gut, also Stahl ist am Durchlaufen, da können wir dann morgen mal gucken. Schichte ich jetzt gleich um. Das Stahlfeuer, das wir hergestellt haben, schichte ich gleich um. Dann können wir morgen vielleicht schon mal die Spitzhacke aus Stahl bauen. Vielleicht machen wir uns aber auch eine neue Keule, neues Schild. Müssen wir mal schauen, was uns da als nächstes interessiert, dass wir stärker werden, weil ich möchte jetzt demnächst mal einen Ausflug machen. Vielleicht holen wir uns auch in einer Rein-Raus-Aktion den Kartenraum, dass ich ihn hier schön anzeichnen kann. So. Ach, da haben wir ja die zweite Klaue noch. Die müssen wir natürlich auch noch rausholen. Ich stelle den einfach mal hier hin, schön den zweiten Klauerich als Wächter. Ah ja, oder? Alter, was hast denn du für Frisur? Das haben sie mir gar nicht gesagt. Komm, ich zieh da was an. Ich hab bestimmt irgendwas dabei für dich, Digga. Guck mal hier. Sehr geil. Zack, hast du Röckle. Hier hast du Köpfle. Sonst irgendwie noch was Cooles? Nö. Hast du eine Waffe? Ah ja, Falcata, dann nimm doch das Schild so lang. Dann bist du schon mal aufgehoben. Du bewachst das Rad, den Koch. Und Madame und ich, wir gehen nochmal rüber. Spatzel, komm schon. Sehr cool. Schabdabidubabdu, schabdabidubabdubdu. Leute, wollt ihr ein bisschen länger machen? Gehen wir nochmal runter. Machen wir einen Deal. Wir gehen kurz Stahlfeuer umschichten. Und schau nochmal beim Blutwurzeln, wenn er da ist, dann aktivieren wir heute noch den Höllenhund. Kann sein, dass es auch ein bisschen dauert, bis der durch ist, aber da ist eine Tänzerin. Da haben wir doch eine kleine. Achso. Ich hab jetzt Angst. Ich lasse sie mal kurz, die betäubt die ja allein, oder? Ich heft die schon mal an. Hast du betäubt? Was war's denn? Lass mich mal gucken. Bogenschützen Einser. Dein erster, ne? Komm, den nehmen wir mit rüber. Die ist dann auch schon fertig morgen. Weil ich gehe jetzt erstmal wieder Mats besorgen gleich.
Dann haben wir eine Tänzerin, dann kriege ich auch mal hier meine volle Lebenspolsterung und meine Ausdauer. Es wird sich total gut anfühlen, oder? Wenn wir jetzt volles Leben und Ausdauer mal wieder haben. So. Jupp. Oder weißt du was? Ich mache die ins Einserrad runter. Die bleibt ja eh daheim. Aber da bauen wir uns dann dieses Ding. Ich habe doch Seite gebaut, ne? Aber das können wir auch noch gleich gucken. So, Leute. Bümchen. Tänzerin ist auf dem Weg. Ein Koch haben wir uns auch schon gebaut. Braucht man natürlich irgendwann eine Küche, aber die Küche kommt in den Turm. Jetzt überlege ich gerade. Ich würde dich ganz... Wo ist da hinter Busch guckt? Ja, aber die KI läuft eigentlich ziemlich cool, finde ich. So, Spatzel, dann danke ich dir schon mal für deinen allerersten Einsatz. Du machst hier eine Wächterin. Perfekt. Lass mich noch kurz die Punkte angucken. Wir haben sie jetzt aktuell auf Stufe 3. Ha. Bin gespannt, welche Vorteile da kommen. Erhöhte Stärke. Erhöht Schaden um 10%. Erhöhte Stärke. Schaden um 10%. Maximaler Stärkebonus 1%. Vitalität, Gesundheitsbonus 144. Klingt erstmal alles ziemlich cool, aber... Warte. Stahlfeuer. 93 Barren. Das heißt, wir können schon mal ein bisschen was anfangen damit morgen. So. Das haben wir. Dann will ich natürlich hier später diese Sachen hier bauen. Ne? Da habe ich unheimlich Bock drauf. Also zumindest so Röckle. Leichte Polsterung. Leichte Polsterung. Drei leichte Polster. Vier. Die würde ich gerne mal so machen, die vier Sachen. Und die interessieren mich natürlich auch. Das sind fünf leichte Polsterungen. Die wären es mir ja schon wert. Kümmere ich mich drum, dass die dann ein ordentliches Tanzgewand hat, ne? So, jetzt gehen wir nochmal zum Blutwurz runter, wir. Ihr und der Coneless. Jetzt haben wir wenigstens mal zwei Klauen. Ja, es wird schon. Wir müssen jetzt halt demnächst ein, zwei noch holen, weil die Säuberung, die... Das wird schon Spaß. Und der Pfech muss hier weg. Ah, ist noch nicht fertig, Leute. Okay, aber morgen. Morgen ist es soweit. Morgen gibt es dann den Höllenhund noch dazu. Und dann passt es für mich. Tänzerin ist am Start. Ich kümmere mich jetzt darum, dass wir die Mats haben für die Klamotten. Und wenn ich jetzt gleich unterwegs gehe, mache ich jetzt nochmal welche. Oh, den holen wir uns noch ab. Wüstenhunde besiegt haben wir ja geschafft. So. Wann käme denn der nächste? Naja, das ist alles jetzt... Nee, ich mache dann lieber morgen weiter. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf die Standarddinger. Morgen geht's weiter im neuen Battle Pass mit dem neuen Update. Und ab heute mit einer Begleiterin. Sie oder der Blutwurz, einer von beiden. Dann gehen wir on Tour. Ich freue mich auf euch. Bis dann.